in seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Fritz. Und wie die Großen der Krone und rings auf hohen Balkonen die Damen in schönem Glanz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und zieht sich stumm ringsum mit langen Gähnen und schüttelt die Mähne und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt nieder, da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprung ein Tiger hervor. Wie der dem Löwen erschrockt, rührt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Greif und reckt die Zunge und im Kreise scheu und geht er den Leu grimmig schnurrend, darauf streckt er sich burrend zur Seite nieder. Und der König winkt wieder, da spalt das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier, das packt sie mit seinen kränkenden Tatzen und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird still und herum im Kreis von Mord zu Hans lagen sich die gräulichen Katzen. Da fällt von des Altars Rand ein Handschuh von schöner Hand. So Ritter der Lorbeer spottet der Weiß, wendet sich vor einem Kunigund. Herr Ritter, ist eure Liebe so heiß, die ihr mir schwört zu jeder Stund ein, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritt und aus der ungeheuren Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und Grauen sehen sie. Gelassen bringt er den Handschuh zurück. Er schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn freudig und gut. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht, den Dank da begehrt.